Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Körber, lieber Sebastian, die Maßnahmen, die ihr in eurem Antrag vorschlagt, die sind ja unstrittig. Das Angebot gehört ausgebaut. Auch stimme ich zu, dass der Vergleich mit Wien immer dahingehend hinkt, dass Wien über Jahrzehnte mit viel Geld, mit Milliarden den ÖPNV, die Öffis in Wien hervorragend ausgebaut hat und dann in der Lage war, zusätzliche Kapazitäten zu befördern und einen günstigen Tarif anzubieten. Das muss auch der Fahrplan für uns sein. Das ist völlig richtig. Ich kann als halber der Wiener auch sehr gut beurteilen und kenne es aus Erfahrung, was dort alles gemacht worden ist. Das sind die besten Öffis, die ich kenne. So etwas würde ich mir in Bayern auch wünschen. Das muss unsere Messlatte und unsere Stoßrichtung sein. Kapazität ausbauen und dann aber sehr wohl die Tarife senken. Nach meiner Erinnerung nach und dem, was ich der ÖPNV-Anhörung letzte Woche entnommen habe, war die Aussage unserer Expertinnen und Experten aber nicht, dass das 365-Euro-Ticket per se Unsinn ist, sondern sie haben darauf hingewiesen, dass halt massiv Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind und dass stattdessen, wenn man das macht, andere Einnahmequellen erschlossen werden müssen, dass das Geld halt irgendwo herkommen muss. Und das natürlich völlig zu Recht. Das sind Fragen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Auf jeden Fall ist aber, glaube ich, der notwendige Angebotsausbau, der einer Tarifabsenkung vorausgehen muss, überhaupt kein Grund, dass wir jetzt die Pläne für das 365-Euro-Ticket jetzt beerdigen, dass die Staatsregierung ja doch sowieso erst in 11 Jahren machen will. Und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt dringend Gedanken machen müssen, ob und wann und wie und was wir in 11 Jahren denn tun werden. Wichtig ist, dass wir jetzt gemeinsam den Angebotsausbau beim ÖPNV auf Vordermann bringen und voranbringen, sowohl in unseren Ballungsräumen, aber auch im ganzen Land. Vielen Dank. Applaus